Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. In diesem Video möchte ich euch einmal erzählen, wie man überhaupt mit Dropshipping startet und wie viel Kapital man da benötigt. Wenn dir dieses Video gefällt, gerne schon mal ein Like nach oben geben, diesen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, um das nächste Video nicht zu verpassen. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt und zwar erstmal nochmal mit der Frage, was ist denn überhaupt Dropshipping? Dropshipping ist das sogenannte Streckengeschäft. Das bedeutet, wir haben einen eigenen Online-Shop. Ein Kunde bestellt jetzt bei uns im Online-Shop. Die Bestellung geht dann automatisch zu dem Lieferanten. Der Lieferant wickelt das Ganze ab und schickt es direkt zum Kunden, ohne dass wir vorher das Produkt in den Händen gehalten haben und ohne dass wir auch in Vorkasse gehen mussten. Denn wir bezahlen erst das Produkt, wenn der Kunde bei uns bestellt und bezahlt hat. Somit brauchen wir auch kein Lager, keine Mitarbeiter, weil der Lieferant das alles für uns übernimmt. Das ist im Endeffekt Dropshipping, kurz noch einmal zusammengefasst, dass da auch wirklich jeder auf dem aktuellen Stand ist. So, wie startet man jetzt mit Dropshipping? Das Erste, was man machen sollte, ist relativ zeitnah ein Gewerbe anzumelden. Das kann man online machen. Du gibst einfach ein Gewerbeanmeldungsformular online und dann deine Stadt dahinter. Bei jeder größeren Stadt kriegst du da ein Formular, was du dir dann ausdrucken kannst, ausfüllen kannst und dann auch meistens wieder per Mail dorthin schicken kannst. Kostet 25 bis 35 Euro und dauert in der Regel 2 bis 4 Wochen, bis das bearbeitet wurde. Und in der Zeit kannst du dir dein Dropshipping-Business schon mal alles aufbauen, dass da wirklich schon mal alles steht. Und der erste Schritt ist im Endeffekt, eine profitable Nische zu finden und Produkte. Und wie du jetzt eine profitable Nische findest und auch Produkte, ist relativ leicht. Du kannst zum Beispiel bei Google Trends oder bei Amazon Bestsellers einfach mal schauen, was gerade aktuell im Trend ist, welche Nischen gerade im Trend sind und welche Produkte. Schau, dass du hier aber keine Nischen auswählst, die wirklich im absoluten Hype sind, denn das sind dann meistens Nischen, die schon abgefahren sind. Da bist du dann meistens zu spät. Schau einfach, was gerade gut verkauft wird oder was auch gesucht wird bei Google Trends und bei Amazon Bestsellers. Da kann man sich einen guten Überblick verschaffen. Und sobald du dann zum Beispiel deine Nische gefunden hast und vielleicht auch das ein oder andere Produkt, gehst du dann auf die Lieferantensuche. Und wenn du hier keine Lieferanten durch dein Netzwerk bekommst, durch Kontakte, durch Empfehlungen, sondern die wirklich selbst heraussuchst und damit noch nie irgendwie in Berührung gekommen bist, dann solltest du auf jeden Fall den Lieferant überprüfen, schau, wie sein Feedback ist, wie lange er schon, sage ich mal, am Markt ist, also das Ganze auch ausübt, wie die Bewertungen sind und mach eine Testbestellung. Schau, wie lange dauert der Versand und wie ist die Produktqualität. Da kannst du dann wirklich einen guten Überblick verschaffen, ob der Lieferant für dich interessant ist. Wenn du natürlich deine Lieferanten von Kontakten, von Empfehlungen etc. bekommst, dann brauchst du natürlich keine Testbestellung machen. Also das ist nicht zwingend notwendig. Du kannst es natürlich gerne machen, wenn du das möchtest. Und wenn du dann also eine Nische gefunden hast, Produkt, Produkte, einen Lieferant, geht es im Endeffekt weiter. Wir bauen dann den Online-Shop auf. Und den Online-Shop baue ich zum Beispiel immer mit der Shop-Software Shopify. Das ist auch ein großes Aktienunternehmen mit Sitz in Kanada und ist wirklich eine super, super Software, mit der man wirklich schöne, geniale Shops bauen kann. Es ist wirklich sehr, sehr leicht gemacht, denn Shopify hat so gut wie alles schon programmiert und codiert. Das heißt, wir haben hier wirklich im Endeffekt eine Vorlage, die wir verwenden können, die wir im Endeffekt dann weiter ausbauen und perfektionieren. Wichtig ist, wenn wir im Dachraum verkaufen, Deutschland, Österreich, Schweiz, dass wir wirklich einen clean und benutzerfreundlichen Shop haben. Nicht so wie in Amerika zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Shop in Amerika gesehen hast oder aus Amerika. Der hat viele Farben. Der hat auch häufig die Farbe Rot. Und Rot ist eine aggressive Farbe, ist schwierig. Und da ploppen Emojis auf, eine Flamme. Da dann Pop-up und. Also da ist wirklich, das ist ein, sage ich mal, ein sehr, sehr wilder Shop. Sehr, sehr wilde Benutzeroberfläche. Das funktioniert im amerikanischen Raum super, aber im Dachraum nicht. Hier wollen die Leute wirklich einen clean, benutzerfreundlichen Shop mit auch wenig Farben. Ne? Also ich nutze zum Beispiel immer weiß-schwarz, das ist klar, klassisch. Und eine weitere Farbe, beziehungsweise zwei weitere Farben, aber im gleichen Ton. Das bedeutet, ich habe weiß-schwarz, möchte jetzt noch Blau mit reinpacken und dann nehme ich vielleicht noch einen anderen Blauton dazu. Aber ich persönlich nutze jetzt nicht Blau, Gelb, Blau, Rot, Blau, Grün, Weiß-Schwarz, sondern wirklich nur Blau und einen anderen Blauton. Weil mir persönlich da sonst schon zu viel. Ich nutze da wirklich nur zwei Farben. Ja, wie gesagt, Blau und einen anderen Blauton. Man kann aber auch zwei Farben verwenden, wenn man das möchte. Dann ist es natürlich auch wichtig, wenn wir zum Beispiel auf der Produktseite sind, dass wir eine schöne Produktbeschreibung haben. Allgemein sollten eure Copies, also eure Texte auf der Website
keine Rechtschreibfehler haben, keine Grammatikfehler, Komma-Punktsetzung, sollte natürlich alles passen. Schaut, dass ihr das jemanden überprüfen lässt, Freunde, Bekannte, dass da wirklich alles vernünftig aufgebaut ist, weil das sonst natürlich ein Conversion-Killer sein kann, das muss man natürlich sagen. Wichtig ist natürlich, dass die Texte auch verkaufspsychologisch aufgebaut sind, damit wir auch wirklich die Leute zum Kauf animieren. Und Produktbilder braucht ihr natürlich auch, die bekommt ihr zum Beispiel von eurem Lieferanten. Der stellt euch da meistens kostenlos welche zur Verfügung. Die sehen auch wirklich meistens sehr, sehr gut aus. Die kann man also auf jeden Fall verwenden. Ansonsten kann man natürlich auch sich das Produkt selbst nach Hause schicken und dann selbst Fotos machen oder man lässt die erstellen. Aber die Bilder von den Lieferanten reichen in der Regel auf jeden Fall aus. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, sind Kundenbewertungen auf eurem Shop. Das sorgt einfach für Vertrauen. Und das ist im Endeffekt alles schon zum Shop. Benutzerfreundlicher Shop, der sollte wirklich clean gehalten, wenig Farben, vernünftige Copies, also vernünftige Texte und Kundenbewertungen. So sollte grob euer Shop aussehen und damit fahrt ihr auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Kommen wir zum Marketing. Das Marketing ist super, super wichtig. Du kannst ein gutes Produkt mit schlechtem Marketing nicht verkaufen, aber ein schlechtes Produkt mit gutem Marketing hingegen schon. Und deswegen ist das Marketing sehr, sehr wichtig. Es gibt hier viele verschiedene Marketingmethoden, hängt viel davon ab, wie viel Budget du hast und wie dein Wissen ist. Es gibt kostenlose Methoden, wie zum Beispiel Content Marketing, wo wir dann einfach auf Social Media Kanäle posten, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube und Co. Ja, du kannst dir zum Beispiel die Produkte nach Hause schicken, Fotos, Bilder, Videos machen, kannst welche erstellen lassen und die dort posten. Du bekommst organisch Reichweite und mit der Zeit wird die immer höher und du kannst wirklich viele Leute, wenn du das Ganze richtig angehst, dadurch auf deinen Shop locken. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, mit Mikroinfluencern zu arbeiten. Das sind kleinere Influencer, die zu groß sind für Unternehmen, ja, die also keine Kooperation eingehen wollen, die also kein Geld verdienen oder wenig Geld. Mit denen handeln wir eine Umsatzprovision aus. Das bedeutet, die machen Werbung, wir machen Umsatz und dann bekommen die erst ihren Teil von ihrer Provision. Und das bedeutet, auch hier haben wir keine Kosten vorab, denn wir bezahlen erst den Influencer, wenn wir auch Geld verdient haben. Und so kann man sich wirklich auch Leute auf den Shop holen. Und das ist wirklich eine super Methode, denn Mikroinfluencer gibt es auch wirklich wie Sand am Meer. Das heißt, das ist eine Methode, die sehr, 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 sehr gut funktioniert. Dann natürlich auch E-Mail-Marketing. Das ist aber auch eher was Langfristiges, sobald man sich eine Kundenliste aufgebaut hat oder eine Newsletter-Abonnentenliste. Und ansonsten natürlich auch klassische Methoden, die gegen Bezahlung sind, also Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube, Google Ads, also Advertising, bezahlte Werbeanzeigen oder auch Influencer-Marketing. Einfach nicht mit Mikroinfluencern zusammenarbeiten, sondern mit größeren Influencern und die dann einfach mit einem Geldbetrag direkt am Anfang bezahlen. Das sind so die Marketingmethoden. Ich werde jetzt nicht auf alle näher eingehen, weil das einfach den Rahmen sprengen würde. Wichtig ist, dass das Marketing allgemein natürlich auch verkaufspsychologisch aufgebaut ist, wie die Texte in deinem Shop. Kommen wir zum letzten Punkt, beziehungsweise das waren im Endeffekt die Punkte, die du machen musst, um mit Dropshipping zu starten. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Profitable Nische finden, Produkte finden, Lieferanten finden, den Online-Shop dann bauen und dann das Marketing mit den kostenlosen Methoden vielleicht erstmal starten oder direkt auch mit bezahlten, wenn du das Wissen hast. Und jetzt kommen wir einmal zum Kapitalbedarf. Das heißt, wie viel Geld, wie viel Kapital brauche ich denn? Und das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen brauchst du 25 bis 35 Euro einmalig für dein Gewerbe, 99 Cent im Monat für deine Domain, ja, www.shopname.de, die musst du dir sichern. Dann brauchst du, würde ich mal sagen, 50 Euro für den Anfang für Produkte, denn du bestellst die Produkte nach Hause, um die einmal zu testen, um die Influencern zu schicken, um Produktvideos dazu erstellen. Und das sind die Kosten, die du auch einmalig hast. 25 bis 35 Euro, 50 Euro für die Produkte, 99 Cent im Monat für die Domain, 50 bis 100 Euro für die Shopify-Gebühren, für die ein oder andere App bei Shopify, für das ein oder andere Product Research Tool. Das sind im Endeffekt die Kosten, die du hast. Dann optional kommen halt noch Marketingkosten. Wenn du aber mit kostenlosen Marketingmethoden wie Content Marketing, E-Mail Marketing und Mikroinfluencer startest, dann hast du halt keine weiteren Kosten erstmal. Das sind die Kosten, womit du wirklich am kostengünstigsten mit Dropshipping starten kannst. Ungefähr 100 Euro einmalig und ungefähr 70 bis 100 Euro im Monat, um mit Dropshipping zu starten. Und das klingt jetzt super wenig, ist es auch.
Es ist einfach wirklich genial und mit Dropshipping kann jeder starten. Es ist kein Hexenwerk, es ist kein neues Geschäftsmodell. Dropshipping ist im Endeffekt Onlinehandel und den Onlinehandel gibt es schon seit Jahrzehnten. Du musst hier einfach wissen, welche Stellschrauben du richtig stellst und brauchst die richtigen Strategien. Und wenn du das einmal hast, kannst du dir hier wirklich ein schönes, zukunftsorientiertes und nachhaltiges Business aufbauen. Und wie gesagt, 100 Euro einmalig, 50 bis 100 Euro im Monat, die haben die meisten übrig. Und mit kostenlosen Methoden kann man auch das Ganze erstmal starten, um reinzukommen. Und später kann man dann natürlich auch mit den bezahlten Marketingmethoden arbeiten. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du hast jetzt einen genaueren bzw. besseren Überblick, wie man mit Dropshipping startet und wie viel Kapital man im Endeffekt benötigt. Zeit hatte ich auch schon mal angesprochen, solltest du ungefähr eine Stunde am Tag einplanen. Wir haben hier einen sehr, sehr hohen Automatisierungsgrad und dementsprechend sind die meisten Arbeitsschritte automatisiert. Mit einer Stunde kommst du ja auch sehr, sehr gut aus. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, gerne ein Like nach oben da geben, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.